Exile, Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Isle of Zipta. Ich freue mich, dass ihr wieder reinschaut. Nach unserer Reise gilt es natürlich heute, die ersten Tiere in den Pferd zu packen. Das Event hier ist am Laufen, dementsprechend ist auch das Wetter bei uns. Dann habe ich mir im Garten ein paar Gedanken gemacht, da gehen wir gleich zusammen runter, ein paar Elemente noch verbauen. Und hier unten, erste kleine Mini-Plattform am Garten, das wird so unsere Kompoststätte. Die würde ich gerne heute aufbauen. Und wenn alles zeitlich reicht, machen wir noch einen Ausflug Schwefel holen. Wir brauchen sehr viel Stahl, denn ich möchte mit dem Sturmglas bauen. Und zwar an unserer jetzigen Base habe ich da eine Idee, wie wir das so ein ganz kleines bisschen geiler machen. Und da müssen wir jede Menge von diesen Stahlträgern herstellen. Das heißt, wir gehen heute nochmal hier hinten hin Schwefel holen. Und da kam die Tage wieder in den Kommis ein Hinweis, ungefähr hier gibt es einen Spawnpunkt für Bärenbabys. Und ich bin da auf dem Heimweg gestern da vorbeigeritten und meine da tatsächlich Bärenbabys gesehen zu haben. Und ihr kennt mich, so Dinge mache ich am liebsten mit euch zusammen. Deswegen habe ich sie nicht mitgenommen. Da gehen wir heute, wenn wir Schwefel holen gehen, nochmal zusammen hin. Jetzt pass auf, hier läuft ja alles so weit. Das gefällt mir recht gut. Wir werden diese Base tatsächlich mit Sturmglas. Ich habe nochmal einen Lotus-Trank getrunken. Attribute sind aber noch dieselben. Die habe ich nicht anders verteilt. Und hier habe ich uns das Sturmglas freigeschalten. Und ich glaube, dass wir da sehr, sehr geile, ja, so Ergänzungen zur Base finden. Gerade hier mit diesem Sturmglasrahmen zum Beispiel, mit den Treppen und dem Zaun, möchte ich so kleine Nuancen setzen. Ich habe da eine riesen Idee. Ich muss natürlich gucken, wie es aussieht. Und ich zeige es nochmal ganz kurz. Das sind natürlich hier die Dinge recht teuer. Gehärtete Ziegel, geformtes Holz ist weniger das Problem, aber Stahlverstärkungen. Und da müssen wir auch da unten die Schmieden befeuern. Ne? Ansonsten war es das ganz grob. Ich will jetzt nur mal eben was schauen. Diese kleinen Schuhbills, diese Vögel, die hätte ich ja gerne später am Gartenspot. Ne? Das heißt, wir müssen uns ganz kurz ein schattengewürztes Ding machen, weil die Chance stehen recht gut. Aber das muss kurz rüber, das kommt ja eigentlich eh dann zum Dünger machen. Die Chance stehen recht gut, wenn wir uns ein schattengewürztes Insektenfleisch machen, dass wir diesen Rosanen rausbekommen. Der hat, glaube ich, die geringste Chance. Das müsste Variante B sein. Und da hätte ich schon gern einen. Und dieses schattengewürzte Insektenfutter ist angeblich mit das Beste, was man nutzen muss, wenn man den haben will. Ich würde sagen, mit den drei fangen wir schon mal an heute. Wir haben ja so viele Tiere gekauft. Ich bin nochmal erschrocken, als ich reingeschaut habe hier. Wir haben ja echt alles. Da machen wir jetzt auch nicht alle gleich. Hier Ihmchen können wir vielleicht tatsächlich mit Wildfleisch da drin versorgen. Die anderen hier drin machen wir dann in der zweiten Runde oder sogar im neuen Pferd. Muss ich auch mal gucken. Den habe ich nämlich auch freigeschalten. So, und die drei Gagax. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, ob ich mehr als drei Tiere da überhaupt reinkriege. Aus dem Grund, wie geht's dir, Blutwurz? Kriegst du einen Kollege? Wir haben nochmal Babyle gefunden. Gib mir mal die kurz raus. Ich glaube, aber im Pferd ist auch noch Zeugs drin, gell? Ich liebe meine Base halt. Ich liebe das Verzwirgelte. Und glaub mir, mit dem Sturmglas, ich habe da eine fette Idee. Das wird jetzt kein Sturmglasgebäude, aber der Garten in Verbindung mit unserem Fass. Ich habe da so eine Nuance mir überlegt. Die bauen wir rein. Und wenn das gut aussieht, kann auch sein, dass ich dieses Billigdach nochmal umbaue. Jetzt gucken wir aber erstmal, dass wir vorwärts kommen. Das Ding hat ja hier angeblich 5 Plätze. Wenn alles stimmt, kann ich jetzt normalerweise das Wildfleisch reinmachen. Unsere Hyäne. Die läuft durch, ne? Der Erdwolf. Und damit wir jetzt hier nicht durcheinander kommen, ich glaube, weil das Schubil frisst sowas hier nicht, ne? Ich mache mal ein Ei rüber und mache das Schattengewürzte dazu. Läuft ja super. Wie komme ich denn drauf, dass das funktioniert? Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, Leute. Da steht, dass ich es in den Komposter reinmachen muss. Ich erinnere mich da nicht mehr dran, ne? Angeblich ist das hier ein Ei, aus dem ein Junges schlüpft. Mir läuft ab in 20 Stunden, wenn ich das hier rüber packe, dann haben wir hier eine Laufzeit von 1. So habe ich es jetzt gerade gelesen. Ich lasse sie mal hier drin, die Eier. Und dann schauen wir mal, ob das so funktioniert. Ich glaube, die muss man tatsächlich erst brüten. Ich habe einen Kohles auch gefragt, ob er sich draufsetzen will, aber da hat er irgendwie keinen Bock. Hier, ne, haben jetzt auch einige schon bemerkt, dass er ein wunderschönes Maurerdekolleté hier hinten hat. So, ich nehme an, das passt so. Eine Stunde haben wir. Das heißt, morgen in der Folge müssen wir das im Auge behalten. Ich glaube, da war auch irgendwas, wo man... Vielleicht sollte ich mal erst eins machen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Da war irgendwas, wo ich ständig so ein bisschen unter Druck gestanden bin, dass ich das ja rechtzeitig bemerke, ne? Dass es dann da drin kaputt geht. Ne? Pass mal auf, wir machen das ganz cool. Er hier bewacht die anderen beiden.
So, dann haben wir das schon mal erledigt von meiner Liste. Dann lass uns mal ganz kurz am Garten kurz dranbleiben. Und zwar, es wird so sein, dass wir hier jetzt noch weitere von den Dingern aufbauen. Hier wird einfach so eine kleine Pergola gebaut, wo dann später diese Vögel stehen, die ich jetzt gerade versuche aus dem All zu holen. Und dann geht es hier hinten hin. Da habe ich schon mal angefangen wegen der Größenordnung, ob das so einigermaßen passt. Das müssen wir jetzt noch komplett zumachen. Hier wird dann der große Brunnen stehen. Der große, der wird wahrscheinlich, ich nehme an, bis hier raus Platz brauchen. Und außenrum werde ich dann die Gärten basteln und da kommen dann auch mit dem Sturmglas das ein oder andere Element hier mit rein. Das wird bestimmt total gut. Jetzt gucken wir mal, wie viel ich noch habe. Die reichen wahrscheinlich nicht. Beim nächsten Mal, wenn wir uns wiedersehen zum Bauen, werde ich dann wahrscheinlich entsprechend noch ein paar gebaut haben, dass wir hier mal einen Haken dran kriegen, ne? So. Was? Wo ist dann schon wieder der Bursche? Siehst du mal, Kohn, das ist schon wieder vorbei hier mit Elements, gell? Das war es nämlich jetzt geschwind. Wir können aber die schon mal ziehen. Ich bin immer auch ganz überrascht, wenn ich Lücken lasse, wie es dann manchmal cool aussieht. Mich wundert es, dass der Hund mich noch nicht gesehen hat. Aber kann sein, durchs Bauen, dass ich die jetzt für immer in die ewigen Jagdgründe geschickt habe. So, jetzt fehlen uns halt hier ein Haufen Dreieckselemente noch. Die müssen wir dann beim nächsten Mal versorgen. Und die Ecke kriege ich nicht zu. Die kriege ich leider nicht so zu, wie ich es gerne hätte. Da müssen wir dann gucken, ob ich hier eine kleine Empore baue mit Aussichtsplattform hier rüber. Müssen wir uns mal anschauen. So, meine Lieben, das heißt, das hier wird das nächste Mal erst fertig werden, aber ist ja kein Problem. Wir haben ja Zeit und vor allem genug zu tun. Und wenn wir jetzt gleich die Bärenbabys holen, dann möchte ich gerne auch ein bisschen Fell farmen für die nächsten Rüstungen. Die Vanir-Rüstung wird die nächste, die wir bauen. Da gehen wir dann ran. Jetzt pass auf, ich brauche noch 3 Mahlsteine und 3 Komposter. Für den Anfang, würde ich sagen. Das Wahre. Und die Presse müssen wir noch aufbauen. Machen wir erstmal den Mahlstein. Oh, 100 Ziegel und 20 Äste. Äste habe ich, das weiß ich, aber 100 Ziegel glaube ich nicht. 20 Äste. Müssen wir mal gucken, wie wir jetzt hier gerade stehen. Jo, 28 nur noch. Weil ich das hier drin habe, ne? Das verballert es dann immer gleich. Dann war das die Geschichte heute. Dann können wir da schon nicht weitermachen. Es sei denn, hier ist noch Zeugs drin. Ne, nur noch die großen, ne? Die hier lasse ich bereits durchlaufen aus dem Stahl, dass wir da einen Anfang haben, weil die brauchen wir jetzt echt verdammt viele. Sogar hier habe ich sie nochmal laufen. Ne, meine Lieben, da hilft das alles nichts. Da muss ich uns nochmal Stein kurz besorgen. Dann machen wir die auf dem Rückweg. Machen wir die auf dem Rückweg. Dann packe ich die jetzt aber auch nochmal hier rüber. Hier ist ein bisschen Stein, ne? Ich hole nochmal 9. Ich will den jetzt nicht. Ey, Alterle, ich muss das unbedingt anders machen und zwar jetzt gleich. Ich habe irgendwie, komme ich wunderbar immer auf die Taste 5. Wahnsinn, wie viel Tränke ich jetzt schon verbollert habe. So, hier aber Stein. Ja, so machen wir das jetzt. Und dann gucken wir mal, die Spinnen, glaube ich, müsste ich ja dann fast auch einen Komposter erstmal ranbrüten, oder? Ja, Hauptsache unser Blutwurz läuft durch. Das ist mir das Wichtigste. Dann haben wir die Rüstung, wir gehen auf Level 50 zu. Dann würde ich fast sagen, wenn das jetzt alles hinhaut heute noch, dass wir morgen uns dann ins Schlangen-Dungeon machen, ne? Habe ich auch Koordinaten von euch bekommen, mit dem Hinweis von ganz vielen, dass es coole Waffen gibt. Möchte ich natürlich schauen. So eine coole Waffe aus einem Dungeon hätte ich schon mal gern wieder. Und dann werden wir auch hinterm Garten wahrscheinlich den Dreier Pferch irgendwann aufsetzen, weil der muss hier wieder weg. Mir ist es doch ein bisschen zu eng jetzt mittlerweile. Lass uns mal kurz nach dem Kleinen gucken. Ja, das läuft. Aber hey, drüben das Rad des Schmerzes habe ich auch eingepasst. Aber da habe ich nicht das Gefühl, dass es schneller läuft, ne? So, wir werden wahrscheinlich auch ein bisschen Kohle mitnehmen müssen. Dann haben wir die Geschichte nämlich auch gleich wieder im Griff. 47 wäre dann der erste. Ach Gott, jo, wir haben ja Pferde, Alter. Das ist ja auch noch da. Und es ist fertig. Pferd. Oh, guck mal. Es macht aber viel Mist, hä? Es macht aber viel Mist. Dann lasse ich es mal noch drin, weil wir haben noch keinen Sattel. Dann machen wir das demnächst, wenn wir wieder daheim sind. Machen wir uns einen schönen Sattel, weil ihr habt nämlich gesagt, man sollte mal echt probieren, vom Pferd aus zu kämpfen mit Waffen, dass ich mir die Lanze dann baue und sowas, ne? So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich voll auf das Sturmglaszeug. Ich glaube, das wird richtig gut. Ich muss nur kurz die Elemente jetzt hier mal wegpacken. Die hatte ich, glaube ich, hier rausgeholt tatsächlich. Dann passt das hier schon mal. Dann haben wir die Möglichkeit, Tierhaut hier durchlaufen zu lassen. Das wäre auch wichtig, weil Teer. Wir brauchen noch viel mehr Teer eigentlich. Und hier habe ich ja mittlerweile angefangen, die hier durchlaufen zu lassen. Da kommt dann die Harzgeschichte dazu. So, meine Lieben, jetzt gucke ich mal meine Liste durch. Bären holen, also Bärenbabys, Schwefel. Eisen müssen wir farmen. Ein Thrall hätte ich gerne geholt, aber die Dinger sind heute nicht auf. Dann machen wir jetzt zumindest die 2 Komposter noch.
Komposter, zwei Stück. Ja. Dann haben wir die. Und die Presse, muss ich die noch freischalten? Oder haben wir die mittlerweile schon freigeschalten, Coneless? Die Presse. Nee, ich glaube, die habe ich noch nicht freigeschalten. Presse. Die hier, ne? Die Flüssigkeitspresse. Da wird jetzt gleich nochmal interessant, was ich genau da durchlaufen lassen muss. 8 von den schönen Hölzern brauchen wir für die. Ist aber kein Problem. Die haben wir hier. 8 Stück. Wo setzt man die hin? Das Zeug, was da rauskommt, brauche ich hauptsächlich unten bei unseren... in der Schmiede, ne? Wo ich die zwei Kessel habe, die Hauptkessel. Dann müssen wir es eigentlich hier hinsetzen. Aber hier ist alles schon so vollgeballert. Obwohl, ich kann doch die Presse hier drüben dann hinbauen. Oder tatsächlich hier ans Fenster. Machen wir sie hier hin. Wobei da ja noch ein Umbau passieren wird, ne? So, meine Lieben. Die Presse. Hast du vergessen? Das ist die Presse. Welcher ist denn das von denen? Der gekochte Fisch oder der nicht gekochte? Das vergesse ich jedes Mal. Ich meine, wir hatten irgendwann mal das Thema erst kochen und dann pressen. Das hört sich irgendwie auch falsch an. Ich mache mal einen gekochten rein, da sehen wir es ja. Wenn nicht, gehe ich kurz an meine Fallen runter. Dieses Mal fülle ich sie dann aber mit Insekten, dass mehr rauskommt. Etwas zerquetschen, aber funkt's nicht, ne? Das funkt's nicht. Dann lass uns mal gleich runtergehen, bevor ich es wieder vergesse. Einmal kurz zu Fuß. War ich schon lange mehr unterwegs. Ja, dann holen wir die Bärenbabys. Ich besorge jetzt gleich noch ein bisschen Stein, dass wir mal zurück sind, entsprechend auch die 50 Ziegel da sind. Und dann passt eigentlich alles. Und bei den Bärenbabys kriegen wir normalerweise auch ein paar Alttiere, wo ich dann fällt, weil wir brauchen die Rüstung für ihn, ne? Nächste Inni will ich mit der neuen Rüstung rein. So, Digga, trink. Ist die jetzt schon durch? Ja, nimm doch die Dinger einfach mal vom Hals hier. Ich weiß nicht, Tränke wegboller. So, Leute. Ah, jetzt habe ich die Insekten vergessen. Typischer Voucher. Gerade rede ich davon. Die da waren es, gell? Ich kann doch aber ganz... Da sind sie doch. Ne, 37. Und ich weiß nicht, ob sie hier auch funktionieren. Ja, doch. Also, dann haben wir die Geschichte schon mal erledigt. Siehste? Ladi. Ja, ich bin so froh, wenn das Wetter wieder aufgeht. Das ist natürlich die Frage, nächstes Dungeon, wenn jetzt danach ein schöner Wetterzyklus kommt, sollte man vielleicht was anderes machen? Ich muss mal gucken. Aber es wird halt noch öfter solche. Es ist halt ständig so ein bisschen trist hier, ne? Wobei ich die Stimmung mag. Es ist so ein kleines bisschen Diablo-Stimmung, so düster halt. Ich mag das. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir die Garnelen, glaube ich, die gingen nicht zu pressen, gell? Jetzt pass auf. Also, was mal ganz wichtig ist, die da bringen Öl. Die hier bringen nicht mehr. Die auch nicht, ne? Ist es tatsächlich nur der unappetitliche und der schmackhafte Fisch, der da Öl bringt, oder? Außerdem muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich ja gar nicht, egal, was ich da reinmache. Nee. Ist aber für Öl. Das bringt ja gar nicht die Schmotze, die ich gedacht habe. Wir müssen also tatsächlich das Zeug weiter abkochen. Dann mache ich immer nur die, ne? Unappetitliche Schalentiere. Immer nur die sind's, die ein bisschen Öl bringen. Komisch, was mich ein bisschen wundert ist. Naja, das passt schon. Dann wissen wir Bescheid. Der gekochte bringt leider nichts, gell? Ja. Okay, so soll es sein. Aber die Presse steht. Ich muss doch an diese Schmotze da mehr kommen noch, ne? Ach, ihr wisst, was ich meine. Diese gelbe Flüssigkeit, die ich brauche für meine Steine da. So, hier habe ich gedacht, machen wir noch eins hin. Du kommst praktisch dann hier hoch. Und da vorne geradeaus wollte ich noch eine hinmachen. Und wenn das vom Laufplatz jetzt her so funktioniert, können wir da und da dann auch nochmal entsprechend welche machen. Beziehungsweise, nee, so sieht es symmetrisch aus. Nochmal zwei Mühlen dazu und dann passt doch das, oder? Hier müssen Knochen rein. Hier ist das Ei bei 45 Minuten. Aber nicht nur das Ei, sondern ich nehme jetzt einfach mal drei von den Dingern hier raus. So, hier habe ich einen Verfallstimer von 4. Hier habe ich einen Verfallstimer von 14. Da muss jetzt dann Gras dazu und Knochenmehl, ne? Machen wir mal 34. Knochenmehl. Und ich hole mal die Sichel kurz.
Beziehungsweise ich meine, dass ich ja oben noch Gras habe. Vielleicht sollte man das erst verwerten, bevor ich jetzt wieder losziehe. 10.000 Mal. Komm, wir gucken mal. Hier war doch irgendwo noch Gras drin. Hier. Nehmen wir das mal ganz kurz raus. Dann können wir nämlich hier schon mal anfangen. Zusätzlich noch Dünger. Wobei ich das später gar nicht jeden Tag befülle. Ich will es einfach nur haben, weil es ja irgendwie dazugehört. Ne? Machen wir mal 70. Machen wir mal 70 rüber. So. Kompost. 70. Alles klar. Dann machen wir das gleiche Spiel hier. 70 Gras. Dann machen wir die Hälfte hiervon. Und dann brauchen wir noch 3 von den Dingern. Das haue ich jetzt einfach mal hier rein. Pass mal auf. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das Pferd, das ist ja geil. Freue mich drauf. Oh, wir kriegen jetzt schon schönes Wetter, wenn wir die Bären holen. Dann können wir morgen eine Inni machen, glaube ich. So, hier läuft auch durch. So viel, wie ich halt habe im Moment. Knochenmehl müssen wir jetzt gleich noch besorgen. Hier machen wir Knochi rein. Dann machen wir die Geschichte rein. Kompost läuft durch. Und zwar bei 3 Kompostern. Plus bei 2 Pferchen im Moment. Ne? Und der dritte Pferch, der wird hinten hinter den Gärten oben irgendwo hinkommen. Da müssen wir gucken, wie wir es machen. Jetzt pass auf. Dann brauche ich ja... Boah, hat das schon viel durchgemahlen. Dann kann ich ja den hier erstmal wegnehmen. Ne, den will ich fürs Münzenmalen hier lassen. Da kommt man nicht rum, der bleibt hier. Au, hat er viel Knochenmehl gemacht. Haut's mich weg. Au, das ist sehr gut. Pass mal auf. Frage an die Nation. Wo waren denn unsere Knochen? Hier. Ich nehme die jetzt einfach mal, weil ich sie im Moment für nichts anderes brauche und weiß, wie ich sie nachfarmen kann. Alle mit, ne? Sehr schön. Erste Hälfte von der Folge haben wir die wichtigen Sachen erledigt. Gefällt mir immer sehr gut. Wenn wir ein bisschen was wegschafft kriegen auch. So, mein kleiner Mahlstein. Ja, guck mal. Das lassen wir jetzt hier komplett durchhauen. Und das hier verteile ich jetzt einfach. Das sind 700. Dann machen wir... Machen wir mal die hier komplett rein. So, und die anderen, die teile ich jetzt dann hier auf. Okidoki. Und okidoki. So, was brauche ich denn jetzt dann hier noch mehr? Ja, da muss ich halt noch ein bisschen nachfarmen, aber das kann ich ja die Tage mal machen. So, das war die Geschichte. 2 Mahlsteine kommen hier noch hin. Wir besorgen jetzt noch zusammen ganz kurz ein paar Brocken Stein. Damit das, bis wir zurück sind, durchgelaufen ist. Dann können wir nämlich morgen die 2 Mühlen aufsetzen ins Dungeon. Wenn wir jetzt genug Fell finden. Ne? Ich brauche, glaube ich, für eine Rüstung 151 Fell und wir haben nur so um die 8. Dann nehme ich am besten mein Stahlabhäutungsmesser mit heute. So, das müsste ja fast reichen schon mal, ne? Ja, dann nehmen wir jetzt gleich die ganze Fuhre mit. Nashorn sind wir gleich da. Und... Okay, Planänderung, oder? Ah, ne, das ist da oben. Ich dachte, der wäre direkt vor die Hütte geflitzt gerade. Das sah ja mal cool aus jetzt, oder? So, pass auf, lass mich mal ganz kurz hier rein. 2 Tränke habe ich noch. Mir reicht ein Dolch für die Geschichte, die wir jetzt heute vorhaben. Ich bin komplett angezogen. Für die Not machen wir den noch runter. Dann ganz kurz dahinter. Lalilum. Oh, die laufen aber super schnell durch, gell? Nochmal 28 Stück. 48. Ist ein bisschen knapp. Ich überlege gerade, ob ich noch welchen dazu hau. Nee, noch 24 brauche ich. Und was haben wir gesagt? Sehr schön, dann passt die Geschichte. Bis wir zurück sind, ist es durchgelaufen. Dann müssen wir Metall nachlegen demnächst. Weil wir viel Stahl brauchen. Dann muss ich 3 Schmelzen mal demnächst ankicken. So, die nächsten 18 sind hier in der Mache. Das passt soweit. Das lasse ich jetzt gerade so. Puh, ich überlege gerade. Nee, wir holen jetzt die Bären. Habe ich jetzt mir vorgenommen, das machen wir das. Ich will hier nur ganz kurz... dass ich nichts vergesse. Wir nehmen unser... Ne, das ist das Eiserne. Haben wir nicht aus Stahl ab heute Messer mittlerweile auch schon? Muss ich wieder freischalten, ne? Pass mal auf. Ab. Das ist es, ne? Stahlwerkzeuge. Das muss ich freischalten. Dann gucke ich mal ganz kurz. Stahl ab heute Messer. Weil ich sehe jetzt nur das Eiserne. Ich bräuchte 4 geformte Holz und 20 Stahlbarren. Ja, dann machen wir das jetzt. Kriege ich das Beste raus an Mats. Hier, die Säulen kommen dann übrigens auch weg. Die werden aus Sturmglas, wenn alles klappt. 4. Ja. Und Stahl müssen wir jetzt gucken, ob ich noch so viel habe. Wenn, dann ist es meistens hier drin.
Ein Stahlbarren. Naja, weil ich sie halt durchgekrotzt habe jetzt hier. Hier sind wir auch schon fertig. Zwei Stahlbarren. 30 Stahlbarren. Du brauchst es halt auch für alles schon wieder, gell? Zack, zack, bam. Stahlabhäutemesser, das nehmen wir jetzt noch mit. So, meine Lieben. Dann passt die Geschichte, da bin ich stolz. Die Mahlsteine, die ich so gerne weg habe, bevor wir weg sind. Ich guck mal ganz kurz, wie weit die sind. Das liegt mir jetzt im Magen, dass die noch nicht so... So, und dann können wir von mir aus den Rest hier durchbollern. Ja, es sind 12 Stück. Das abzuwarten ist mir jetzt einfach dann doch zu lang, gell? Es geht nochmal um 12. Und dann hätten wir aber die Mahlsteine unten dran. Dann hätte ich die Symmetrie hier hergestellt. Dann machen wir lieber 5 Minuten länger heute. Dann haue ich das nämlich jetzt da unten schön hin, verteile die Knochen ordentlich. Und dann gehen wir los. Morgen holen wir dann hier... Checken wir mal das mit dem Ei. Naja, das muss da durch, richtig. Und ich glaube dann... Ach so, ja. Kann ich eigentlich die anderen Eier reinmachen? Es ging ja darum, dass du das Ei ausbrütest und dann hast du das Baby und das Baby muss dann in den Pferch noch, ne? So war das. Ja, ich erinnere mich. Richtig. Wir brüten es hier aus und dann muss es im Pferch aufwachsen. Okidoki. Fleisch müssen wir nicht noch dazu machen. Und hier kommen auch die Fettraupen her, richtig. Und das schattengewürzte Futter kriegt es dann, wenn es geschlüpft ist. Und eins könnten wir uns noch machen mit einer Fettraupe, wenn ich nochmal eine Blume finde. Das fressen sie angeblich auch, um die Variation B besser rauszubekommen. So, hier ist aber nur Öl, gell, beim Pressen, ja. Lass mich nochmal ganz kurz hoch. Ja, so machen wir es jetzt. Wir machen länger. Wir holen die Bärenbabys, machen die Bären in der Gegend dann gleich platt, wenn wir dort sind. Da passt es schon. So, pass auf. Das ist fertig gekocht. Das ist fertig. Das ist fertig. Du bist leider nicht fertig. Du auch nicht. Du auch nicht. Du auch nicht. Und dann bämse ich das jetzt hier so durch. Ja. Jetzt habe ich es wieder. Ich habe noch die ganze Zeit überlegt. Was ist mit dem Ei? Was passt denn da jetzt schon wieder nicht? Dann können wir morgen eigentlich, wenn wir werden das heute ziemlich zügig jetzt noch hinkriegen, dann können wir uns vielleicht auch morgen noch ein Thrall holen, ne? Wie schön, dass wir immer alles gleichzeitig machen wollen. Ach, guck mal, hier kommt, da haue ich noch ein paar durch. Und die wollte ich wieder rüberpacken, dass ich nicht alles Unnötige mitschlepp. Jetzt müssten die 12 Ziegel fertig sein, oder? 11. Gutes Zeitgespür gehabt. 12. So, meine Lieben, jetzt schauen wir mal. Die brauchen wir. Und dann haben wir gesucht für den Mahlstein. Da haben wir jetzt 100 und nochmal die 20 Sticks von gerade eben. Wie gut, dass ich sie schon wieder weggeräumt habe. 20 Sticks. Und dann warten wir jetzt auf den Mahlstein. Da mache ich aber einen kleinen Schnitt. Die brauchen ein bisschen. Da mache ich einen kleinen Schnitt, organisiere mich noch ein bisschen, bringe vielleicht die Tiere noch kurz aus unserem Nashorn raus, dass wir die hier drin irgendwo im Blutwurz lagern. Und da hole ich euch gleich ab, setze mal die Mahlsteine und dann geht's zu den Bären. Kamel und Lux sind jetzt beim Blutwurz, der passt auf. Und die anderen Eier, meine Lieben, habe ich jetzt hier verteilt. Die gehören ja alle hier rein, ne? Also haben wir praktisch jetzt hier unsere drei Vögel. Dann haben wir hier drüben unsere drei Spinneneier, die jetzt jeweils eine Stunde durchlaufen müssen, bis sie ausgebrütet sind. Und hier haben wir dann unsere Rocknoses. So passt es, glaube ich, ganz gut. Das ist erledigt. Die Mahlsteine sind jetzt ebenfalls fertig und deswegen setze ich die jetzt noch mit euch. Und zwar habe ich das recht dicht daran gemacht, als ob das... Das sieht halt einfach... Ich finde es gar nicht schlecht. So, den machen wir hier hin. Da kommt natürlich außen irgendwann auch dann, wenn Sturmglas soweit ist, kommt hier schon auch noch was rum. Und wir laufen dann praktisch hier durch unsere Düngereien, hier dann durch die Vogelgeschichte zum großen Brunnen zu den Gärten rüber. Wird noch verziert entsprechend. Pass mal auf, wir haben hier, machen wir mal 300, 600 rüber. So, wenn wir schon sowas haben, dann können wir auch alles nutzen, oder? Fupp, dann ist es erledigt. So Leute, das war die Geschichte. Wir haben jetzt praktisch in jedem Ding drei Eier drin, die gebrütet werden. Wir haben Knochenmehl durchlaufen. Ich muss jetzt natürlich dafür sorgen, dass wir noch entsprechend mit der Sichel einmal durchgehen. Und dann fülle ich das ordentlich auf mit Gras und dann passt es. Dann haben wir die Geschichte erledigt. Jetzt gehen wir los. Ich bin soweit, ich brauche mich jetzt nicht noch herrichten. Fackel mal aus, Wetter ist gut. Eisen farme ich dann offscreen, ne? Das mache ich dann vor der nächsten Folge. Und je nachdem, ob das jetzt feldtechnisch gleich klappt, werden wir nächst noch die Rüstung machen in der nächsten Runde. Die Vanir-Rüstung, die leichte, will ich mir auch mal angucken. Da ist gerade was durchglänzt hier, ne?
So, jetzt gehen wir aber erstmal zu diesem Bärenspot. Ich zeige es auch gleich nochmal auf der Map, wie am Anfang. Wir reiten jetzt nur einmal gemeinsam hier kurz rüber. Das Wetter heute ist viel besser, gell? So, aber es ist trotzdem gerade so ein bisschen am Dunkel werden. Wir sehen uns gleich hinten kurz vor dem Spot und dann machen wir mal die kleinen Bären, sacken wir die ein. Hier unser Dungeon der Wolfsbrüder. Da oben werde ich jetzt nachher gleich Schwefel holen, ein bisschen Gold mitnehmen. Aber, warte mal, da wollte ich auch ganz kurz gucken. Den machen wir mal ganz kurz weg. Den machen wir mal ganz kurz weg. So einen haben wir ja, ne? Wenn ich es richtig weiß. So einen haben wir als Babyle gekauft. Findet man aber laut einigen Kommentaren auch auf der Map, was ich bei euch gelesen habe. 200 Gold hat er gekostet, der Lux. So. Jetzt hoffe ich natürlich das Beste. Vom Feste. Das war klar, ne? Da kriege ich nur Katzenfell. Und ich glaube, das kann ich nicht benutzen. Dicke Haut bringen sie aber auch, wenigstens ein bisschen. Ja, aber das... Oh. Geschwind kurz vor dem Gurgli. Alterle. Ist hier recht. Also hier um die Ecke rum ist auch gleich der Spot, ne? Passt eigentlich ganz gut. Ich muss nur noch mal auf die Map kurz gucken. Er ist schon tot. Er ist schon tot. So, wir müssen jetzt hier entlang. Hier durchschlängeln. Machen wir jetzt einfach mal. Ich hoffe, ich finde es nochmal wieder. Ich habe es ganz grob nur markiert. Aber das war so wie im Kommentar beschrieben. Die erwachsene Bär hing irgendwo im Dingsfest. Im Gebüsch, den hast du fast nicht gesehen. Und die Babys sind außenrum stolziert, ne? Hier ist auf jeden Fall ein Bär, den müssen wir mitmachen. Wenn es nicht sogar der Spot ist, müssen wir gleich mal gucken. Ich glaube, da vorne sehe ich sogar laufen, Leute. Nee. Aber da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Ich glaube, das war der Spot. Der Bär, guck mal, wie viel stärker der ist gegen den Lux. Und für uns ist der Lux schon eine Nummer, ne? Das Bärenfell brauche ich. Alter, war sogar Hyäne dabei, gar nichts sehen. Ich guck mal eben. Ne, es war nur nicht der Bärenspot. Aber hier werde ich mir Pelze holen, dass ich die Rüstung morgen habe, wenn wir los wollen. Hier. Drei Charaktere, ne? Drei Charaktere und nur einer macht was. Pack die Fackel weg, steig ab und hol dir das Bärenfell. Das ist das Allerwichtigste. Weil jetzt komm, der braucht den Pelz halt, ne? Hä? Wo haben wir denn das Fell herbekommen, Leute? Ist schon wieder so... Die ganz normalen Pelzaufsätze bräuchte ich eigentlich, ne? Oder kann ich das umwandeln? Und das weiß ich bloß nicht mehr. Da muss ich immer mal gucken. Weil ich brauche stinknormales Pelz ohne allem. Oder musste ich das mit der Spitzhacke raushacken? Das weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube nicht, ne? Aber hier kriege ich angeblich schon... Guck mal, hier kriege ich ja viel mehr dicke Haut, wenn ich so mache, ne? So, pass auf, jetzt geht's aber weiter. Es geht uns ja hauptsächlich darum... Das Fell besorge ich dann schon. Wir haben ja schon mal welches gefarmt, ne? So, das müsste jetzt da vorne dann um die Ecke irgendwann kommen. Der Spot mit dem Bär. Muss man mal langsam machen, dass ich nicht vorbeirenne gleich. Und vor allem, dass ich die Babys jetzt nicht aufscheuche. Hier ist wieder Krokodil. Machen wir das mal ganz kurz weg, dass ich in aller Ruhe gucken kann. Ich glaube, auf der anderen Seite drüben, auf dieser kleinen Anhöhe war das. Sonst noch jemand da? Nö, ne? Also im Moment habe ich das Gefühl, wenn ich mit dem abbaue, kriege ich eher das, was ich brauche. Ne? Weil Katzenfell brauche ich nicht wirklich. So, meine Lieben, jetzt pass auf. Ich gucke nochmal. Ich habe es hier markiert. Ich glaube aber, an dem Ausläufer war es. Hier. Also ein bisschen über der Markierung. Und das wäre da drüben tatsächlich die Geschichte. Und da sind die rumgerannt. Ganz kurz rüber. Nehmen wir noch einen Schluck aus der Pulle. Ich glaube sogar, ich sehe da oben im Busch die Mama-Bär rumliegen. Vielleicht kann ich da kann ich doch auch mitnehmen. Da brauche ich jetzt nicht zum Dungeon nochmal, ne? Weil Gold und so brauchen wir jetzt im Moment keins. So, großer Moment. Ich mache die Fackel nochmal, dass wir was sehen.
Wie es nah so gemütlich darüber treibt, gell? So, pass auf. Wenn ich das noch richtig weiß. Ja, da vorne ist Bärenbaby. Seht ihr das? Zwei Stück sind hier. Zwei Stück sind hier. Natürlich wird die jetzt gleich rausgeschnalzt kommen. Wenn ich eins nehme, bin ich überladen, ne? Ist aber egal, ich habe ja meinen Begleiter dabei. Einen haben wir schon. Oh, schön, und die sind starke Begleiter, ne? So, warte mal, ich hänge schon wieder fest am Tier. Das passiert echt oft. So, den sammle ich auch ein. Und haben wir unsere Bären, Leute. Sehr schön. Das war, was ich machen wollte. Jetzt gucke ich hier mal noch ein bisschen rum. Ich werde jetzt auch noch mal ganz kurz recherchieren, wie ich ans Fell komme. Ich glaube aber, dass wir unser Fell damals von den Wölfen geerntet haben. Da ist ja immer eine gewisse Chance, dass die Wölfe auch welches droppen. Hier ist gar kein erwachsener Bär drin. Deshalb habe ich den Stein gesehen und habe Schiss gehabt, oder? Jo, da ist gar niemand. Wie geil. Ich habe, als ich hier herumgelaufen bin... Doch, da ist sie. Ich wollte gerade sagen, die war doch da. Also hier ist angeblich ein fester Spot. Ein paar haben es auch reingeschoben. Ne? Komm, jetzt machen wir hier noch das Leder kurz. Dann hopfe ich rüber und nehme da Schwefel mit Fade aus. Und dann sehen wir uns morgen wahrscheinlich an der Base aufbruchbereit fürs nächste Dungeon. Und da möchte ich dann mit euch in dieses Schlangending rein. Die Bären sind schon stark. Also es macht Sinn, wenn wir einen Bärenbegleiter haben. Wenn wir dann noch einen mächtigen kriegen würden, wäre es natürlich übelst cool. Aber guck mal, die sind ja, die leben ja ewig, ne? So, was mache ich? Ich probiere dich nochmal mit der Hacke. Du kriegst zwar unheimlich viel Bärenfell raus, aber... Hm? Ach, das war der Busch. So, Leute. Ja, den brauchen wir jetzt nicht auch nochmal. Wir wissen ja, ich glaube, bei den Gorillas kriegst du das Fell. Und die haben wir ja auch schon gesehen, als wir mal heimgelaufen sind. Haben wir auch schon mal Gorillas gesehen. Und da, glaube ich, kriegst du auch Fell, wenn du die abbaust. Ich muss nur nochmal gucken, mit was man es am besten macht. So, kurzer Moment. Muss ich auf der Seite roh. Und auf geht's, Gorillas. Ja, hier komme ich auch besser ran, ne? Also, meine Lieben, dann sehen wir uns morgen. Heute haben wir wieder einiges geschafft. Morgen gibt es wieder Adventure. Freue mich schon drauf. Ich werde dafür sorgen, dass bei uns Stahl und Eisen durchläuft in rauen Massen. Mein Mats gibt es ja hier genug dafür. Und dann können wir auch entsprechend bald mit dem Sturmglas die Verzierungen bauen, von denen ich träume. Ich freue mich drauf. So, bis morgen.